Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play One Piece Pirate Warriors 3. In der letzten Folge, was haben wir denn nochmal gemacht? Ich glaube, wir haben mit Whitebeard Blackbeard besiegt. Wir haben Rache geübt und ja, somit ist jetzt in unserer Version Whitebeard wieder einer der vier Kaiser der neuen Welt. Ja, doch heute soll es nicht darum gehen, sondern der epische Kampf zwischen Magellan, den, ja, na, wie nennt er sich? Sagen mal, der Aufseher, der große Aufseher des Hochsicherheitsgefängnisses Impeldown. Der Kerl, der wahrscheinlich von allen Charakteren, die es, oder von allen Menschen, na gut, ich weiß nicht, ob man überhaupt als Mensch bezeichnen kann, von allen Charakteren aus One Piece, der wahrscheinlich am meisten und am längsten auf Toilette sitzt, denn der hat aufgrund seines Giftes so hart einen Stuhlgang. Ne, ich will gar nicht mehr drüber reden, das ist eigentlich ziemlich eklig, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall werden wir heute gegen den mir persönlich sympathischsten Marine-Admiral kämpfen. Fujitora, da hinten steht er, schon bereit. Ich weiß auch nicht, der hat irgendwas, was Ehrenhaftes. Nicht so wie Akainu, der ganz hinten steht, das ist einfach nur ein Arschloch. Ja. Doch auf Fujitora freue ich mich, vor allem, weil der extrem krasse Fähigkeiten hat. Mit dem zu kämpfen, das wird lustig. Deshalb, ja. Quatschen wir nicht mehr lange, wir gehen in den Kampf. Ja, er sucht uns bereits. Ja, man muss sagen, ein Magellan, ich glaube, seinen Namen habe ich gar nicht erwähnt, Magellan würde in Wirklichkeit keinerlei Chancen gegen Fujitora haben. Der wird ihn einfach in Grund und Boden stampfen, ohne auch nur einen Finger zu krumm zu machen. ich weiß nicht, ich glaube, ich muss noch Fähigkeiten auswählen. Habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Das wäre eigentlich auch ganz sinnvoll. Eigene Technik verbessern. Verlängert etwas die Technik. Sprecher gegen lassen, die für euch Heilgegenstände fallen. Ist eigentlich auch ganz nett. Das könnte man eigentlich auch mal machen. Passt jetzt vielleicht nicht so ganz zu Magellan, aber ist ja egal. Und den habe ich ja auch noch. Ich habe Magellan auch noch nicht gespielt, also ich habe keine Ahnung. Auch schön. Ah. Das wird echt ein harter Kampf werden. Giftschleuder. Au, 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 au. Mann. Er hat schon krasse Sachen drauf, muss ich echt sagen. なかなかの手だるい。どんな能力だろうと関係ない。俺の毒に触れたものは、やがて死に至る。地獄へ落ちろ。 Das war die normale Attacke, so wie sie aussieht. Hey, hier komme ich ja gar nicht rein. Ist ja scheiße. Ach, hier komm mal rein. Okay.
Schon ein bisschen widerlich, der Typ. Ganz schön OP, was welchen Schaden angeht. Du kommst deinen Kerl fast nicht ran. Schon tot. Okay, ich glaube, wir gehen gleich nochmal zurück. Umbagan ist echt nicht schlecht. Was? Oh. Scheiße. Das habe ich gerade gar nicht beachtet, Mann. Okay, gleich nochmal. Scheiße. Ich habe gerade gar nicht auf Fujitora geachtet. Das frage ich mich auch. Du bist als Aufseher einfach nicht geeignet. Ah, scheiße. Ich habe wieder mal überhaupt nicht auf irgendwelche Missionen geachtet. Ich habe mich nur durchgeschnetzelt. Ach, Mist. Oh. Shit, Fujitora habe ich überhaupt nicht mehr geachtet. Den habe ich gar nicht mehr für voll genommen, nachdem wir den so leicht besiegt haben. Ach, jetzt sind wir wieder auf. Jetzt sind wir auf Lysops Heimatinsel. Ha. So sieht es auf jeden Fall aus. Na komm. Ach, der kann seine Runde abnehmen, ist ja auch lustig. お役に立てずお恥ずかしい。 どんな能力だろうと関係ない。俺の毒に触れた者はやがて死に至る。 Wirklich? 強き者がいるようだ。この戦場ならば俺も楽しめるか。 バカの目。 それが相手してやってもいいが。
Na komm her, Mihawk. Prügeln wir das wie Mächte im Männer. Das ist ein Fliege, na toll. Frankie! Radikal! Idolo! Yeah. Ist jetzt Fujitora nicht mal aufgetaucht. Hier nicht mehr rauskommt, der Buggy. Der hat's auch überlebt, Mann. So, Fujitora, diesmal kommst du mir nicht. Das war schon zu einfach. Wahrlich, es gibt kein Entkommen. Fallen sie alle runter. Matero! Ima, das geht nicht so! Ruffy ist auch hier. これは危険のエース。メラメラの能力を見せてやるよ。ミスター3、あんたご自慢のローで、こいつを足止めするんだ。頼んだよ。脳は熱で溶けるのが常識だがる。私には無理。 Oh, der hat einfach so eine nervige Stimme. Nun,
お前にはレベル6を開けてある。ここでおとなしくしていることだ。So, gibt es wohl nicht. Schikata nai. Teo kashite yarou ka ne. Tetsudatte yarou janai ka. Noru na yo.脱獄囚への刑罰は甘くできんのだな。千人に刑罰を下したか。監獄所長の面目は果たしたようだ。こりゃ勝ち目がねえ。So, jetzt will ich irgendwas tun, aber ich habe jetzt auch nicht drauf gepasst, was ich sollen, tun soll. Auf jeden Fall muss ich in der Zeit machen. Es finde um sie, der Riesenkapitän. Okay. Ja, das kann ich auch schon schnell machen, oder? この血はもう落とした。行くぞ。強い男は好き。もっとやってみせておくれ。Die werden wahrscheinlich wirklich da oben sein. In diesem letzten Teil. 面倒だな。帰るか。なぜだ。この場で処刑する。地獄へ落ちろ。やってやろうじゃねえか。引くしかねえよな。Okay, und jetzt? Jetzt müsste Fujitora nochmal auftauchen. Ah, das sind wir ja direkt. Oh, jetzt haben wir S-Rang, jetzt können wir es eigentlich beenden. Ich kann nicht mehr so viel sehen.ここはアッシュラが守りやしょう。So, los geht's.皆殺しだ。終わりだがどれどれ。ミドラ。キャッツのエボリ。これか続け。死んでしまう。さあ。
Yeah. 最後に勝つのは地獄の支配者だ。Whew. That's ein Kampf. ここまでやるとは。Level Aufstieg.Mal genau neu dazu gekriegt. In der Crew. Als Unterstützer. Du hast die Fähigkeit Fleisch für Körper erhalten. Sehr schön. Cool. Jetzt haben Fujitora freigeschaltet. Damit ist auch die Folge um.Ja, und zu den zwei Herren Marine-Admirälen ist es leider noch ein Stück. Zu Akaino und Kizaru. Allerdings ist mir aufgefallen, dass durch die Einnahme von Blackbeard hier zwei neue Charaktere dazugekommen sind. Das ist zum einen Enel und zum anderen ist das auch am Marineadmiral Kusan oder auch Akoji genannt. Ja, und zu Akoji kommen wir auch direkt hin. Ich weiß nicht, vielleicht werden wir den dann in der nächsten Folge direkt machen. Weiß ich noch nicht. Zu den anderen wird es ein bisschen schwer, da hinzukommen. Ist gerade ein bisschen verwirrend hier. Ich meine, da zu denen habe ich mir leider noch keinen Weg aufgebaut. Die müsste ich hier noch, um Kizaru machen zu können, zwei Inseln erobern.Ja, doch das werde ich dann wahrscheinlich auch offline machen. Deshalb, ja, würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es dann zu Kusan. Oder Akoji auch genannt. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wie ihr wollt, ihr wisst ja, wen ich meine. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.